Schlagzeile des Tages. Harald Glöckler soll Kokain konsumiert und sogar verkauft haben. Was ist da dran? Das haben wir ihn natürlich heute gefragt. Und wir sprechen mit Glöcklers größtem Fan über diesen Vorwurf. Es war ein sehr emotionales Interview mit Hildegund Kirsten. Nadine Michel und Stefanie Kohnle berichten. Das ist kein Auftritt, der Harald Glöckler Spaß macht. Der Designer wirkt angespannt, tritt in Begleitung seiner Anwälte vor die Presse. Der Vorwurf, er soll angeblich Kokain in großen Mengen gekauft und möglicherweise sogar mit der Droge gehandelt haben. Das zumindest behauptet heute die größte deutsche Boulevardzeitung. Die Staatsanwaltschaft soll ermitteln. Diese Vorwürfe sind für Glöckler-Fans wie Hildegund Kirsten unfassbar. Und sie haben Glöckler und denke, endlich ist er mal wieder drin. Und so, das ist so toll. Lese Harald Glöckler Kokainskandal. Das habe ich erst gar nicht vervollgenommen. Sofort, das kann nicht sein. Prominenz und Kokain werden oft in Verbindung gesetzt. Kokain gilt als Droge der Schönen und Reichen, macht wach und selbstbewusst. Wie weit verbreitet die Droge besonders in Berlins High Society ist, erzählen uns Comedian Markus Majowski und Schauspieler Rainer Meifert. Sie selbst waren abhängig und haben lange gebraucht, um den Absprung zu schaffen. Ich habe gemerkt, dass es mein Leben beeinträchtigt, dass es mich so verwandelt, dass ich nicht mehr selber Markus bin und dass der Kontrollverlust so gravierend ist, dass ich sogar Gefahr laufe, anderen Menschen zu schaden. Wie geschockt die Öffentlichkeit auf die Kokainvorwürfe reagiert und was Harald Glöckler selbst dazu sagt. Das Leben von Designer Harald Glöckler war immer von seiner Arbeit bestimmt und nie von Skandalen. Er liebt große Auftritte, inszeniert sich gerne selbst. Seine Fans verehren ihn genau dafür, wie Hildegund Kirsten, genannt Oma Gundi. Sie ist Glöckler-Fan der ersten Stunde. Umso schlimmer waren die Schlagzeilen und den angeblichen Kokainbesitz für die 72-Jährige. Ich war dann so geschockt, als es erstmal klar wurde, ja? Denn ich kenne ja ihn persönlich. Ich hatte das Glück, zur Modenschau mit ihm zu sprechen. Und habe unter anderem auch die Jacke geschenkt gekriegt. Das war ein tolles Erlebnis. Sie verfolgt die Karriere des Modezaren schon lange und vermutet hinter den Vorwürfen nur Neider. Ich bin auch lange schon Kunde und habe sehr viele Sachen gekauft und sehe ständig diese Shows an, die Verkaufsshows. Das ist einmalig. Der kann singen, der kann tanzen, der verbreitet Laune, baut unglückliche Frauen auf, das gehört an und ist ein Verkaufsgenie. Ein Verkaufsgenie, das ist Harald Glöckler in der Tat. Denn er ist nicht nur Modedesigner, er entwirft auch Tapeten, Pralinen, Fertighäuser, Kosmetik und Handyhüllen, ist ständig unterwegs. Ein stressiges Leben, wie er uns bereits im November 2011 gestanden hat. Das reißt ja nicht ab, es sind ja ständig Gespräche, Anfragen. Und dazwischen muss man natürlich schauen, dass man ein bisschen Ruhe findet, ja. Das ist auch sehr wichtig. Und ein bisschen die Auszeit, wobei das dieses Jahr etwas zu kurz gekommen ist. Comedian Markus Majowski hat versucht, den beruflichen Druck mit Hilfe von Drogen zu bewältigen. Er hat 13 Jahre lang Kokain konsumiert, gegen Versagensängste. Dieser Druck, immer lustig sein zu müssen und nicht zu begreifen, dass ich lustig sein darf. Das ist ja meine Wahl, das ist ja ein wunderschöner Beruf. Und das Publikum nimmt mich dafür an. Manchmal hatte ich aber eben auch in der privaten Zeit das Gefühl, ich muss immer gleich den nächsten Witz machen. Auch der ehemalige Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Schauspieler Rainer Meifert rutscht in die Abhängigkeit. Er geht inzwischen offen damit um, zu zeigen, dass die Drogen seine Karriere sogar zerstört haben. Wenn man einen Film tragen soll oder eine Serie darstellen soll, dann muss man einfach präsent sein, muss man stark sein. Und die haben natürlich einen nicht mehr vollgenommen, weil man natürlich dann auch im Kopf völlig weg ist und dann natürlich auch Sachen erzählt, die niemand hören will. Unfug in erster Linie und dann ist man natürlich ganz, ganz schnell draußen. Doch oftmals reichen schon Gerüchte um einen angeblichen Drogenbesitz, wie im Fall Harald Glöckler, aus, eine Karriere ins Wanken zu bringen. Oma Gundi jedenfalls will weiter zu ihrem Idol halten. Außergewöhnliche Persönlichkeiten sind immer im Glaskasten. Ne? Aber wie eben gesagt, Herr Glöckler wird das alles meistern, ich bin guter Dinge und ich stehe zu ihm. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagt inzwischen auf Nachfrage, ihm sei nicht bekannt, dass Prominente Gegenstand von Ermittlungen sind. Und auch Harald Glöckler trat heute vor die Presse, im weißen Anzug, dezent geschminkt. Er wirkt unterkühlt, die Situation scheint ihm unangenehm zu sein. Denn, das sagt er offen, er sehe sich zu dieser Stellungnahme gezwungen. Ich habe in meinem Leben weder Koks berührt, noch Kokain konsumiert, noch Kokain gekauft. Noch Kokain
verkauft. Meine Damen und Herren, das war es. Ich danke Ihnen sehr. Alles weitere regeln meine Anwälte. Ich danke Ihnen sehr. Harald Glöckler gehört nicht zu den Prominenten, die sich verstecken. Er will die Gerüchte so schnell wie möglich aus der Welt schaffen, damit sich wieder alles um das dreht, was für ihn wirklich im Mittelpunkt steht. Seine Arbeit.